Seit dem 21. April heulen wieder die virtuellen Motoren. Mit MotoGP 22 bringt das Entwicklerstudio Milestone das offizielle Spiel zur Motorrad-Weltmeisterschaft auf den Markt. Mit einem gewaltigen Lizenzpaket und starkem Gameplay kann das Rennspiel zwar überzeugen, doch es gibt auch einen ordentlichen Dämpfer. Valentino Rossi dürfte nicht nur Motorsportfans ein Begriff sein. Der Superstar der Szene gab zwar vor der aktuellen Saison seinen Rücktritt bekannt, aber in MotoGP 22 können wir aufgrund von einigen historischen Bikes noch mit der Legende unsere Runden drehen. Doch im offiziellen Spiel der Motorrad-WM sind auch alle aktuellen Fahrer der Moto3, Moto2 und MotoGP vertreten. Vom Heißsporn Marc Marquez über den derzeitigen Tabellenführer Enea Bastianini bis hin zum amtierenden Weltmeister Fabio Quartararo. Die Racing-Konkurrenz könnte in diesem Jahr jedoch größer nicht sein. Schließlich muss sich MotoGP mit Gran Turismo 7, Grid Legends und dem bald erscheinenden F1-Spiel von Codemasters messen. Neben den offiziellen Fahrern der drei Klassen und etlichen Piloten aus vergangenen Tagen stehen uns natürlich auch die echten Teams, Motorräder und Strecken der diesjährigen Saison zur freien Auswahl. Das bedeutet, wir können beispielsweise mit einer hochgezüchteten KTM über Kurse wie den deutschen Sachsenring, Silverstone und den Red Bull Ring brettern. Die Strecke in der Steiermark bietet sogar schon das nagelneue Layout mit der Bremsschikane vor Kurve 2. Laser gescannt sind die Pisten jedoch nicht. Der Wiedererkennungswert ist natürlich trotzdem da, aber Spiele wie GT7 haben in dem Punkt ein wenig die Nase vorn. Aufgrund des offiziellen Kalenders lassen sich auch Rennen auf eher unbekannteren Rundkursen in Thailand, Indonesien oder Finnland fahren. Eine nette Abwechslung zu Pisten wie Monza oder Spa, die es beinahe in jedes Rennspiel schaffen. Zu den Fahrern, Teams und Strecken der aktuellen Meisterschaft gesellt sich auch noch die Möglichkeit, die Kurse des Jahres 2009 mit den damaligen Piloten in Angriff zu nehmen. Mit Klassikern wie Donington, Indianapolis und Brünn gibt's dadurch nochmal einige Fanlieblinge obendrauf. Es ist auch nicht völlig grundlos, dass die Entwickler genau diese Saison gewählt haben. Schließlich entwickelte sich ein packender Vierkampf zwischen Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa und Rossi um den Titel. Diesen vier Fahrern widmet Milestone daher einen besonderen Challenge-Modus. In den Herausforderungen übernehmen wir den Lenker der vier Fahrer und erleben deren Geschichte der 2009er Saison auf ein neues. In Episoden müssen wir kurze Abschnitte bestimmter Rennen nachspielen und beispielsweise unsere Position verteidigen, eine Anzahl an Überholmanövern ausführen oder innerhalb weniger Runden eine Lücke auf unseren Hintermann herausfahren. Da der Schwierigkeitsgrad von Strecke zu Strecke jedoch ordentlich schwankt, dazu später mehr, spielen wir die Story von damals häufig nicht nach, sondern schreiben sie eher neu. Wenn wir eigentlich nur auf den vierten Rang fahren sollen, plötzlich aber die Führung übernehmen, ist das für die Immersion nicht ganz optimal. Da sich die zukünftigen Herausforderungen dadurch nicht ändern, lässt sich das aber verschmerzen. Zwischen den Episoden sorgen mehr als 50 Minuten reale Bilder aus der damaligen Saison für gute Unterhaltung. Kommentiert wird das Ganze im Übrigen vom Filmregisseur Mark Neal, der unter anderem für MotoGP-Dokus wie Faster und Hitting the Apex bekannt ist. He crashed again in Australia in October, a knee injury which required surgery in the winter. Neben den Herausforderungen steht aber natürlich auch wieder die Fahrerkarriere im Mittelpunkt. Wie schon in den Jahren zuvor orientiert sich Milestone hier grob am Karrieremodus des offiziellen F1-Spiels von Codemasters. So steht nicht nur simples Rennfahren auf dem Programm, sondern auch die Verwaltung des Teams. Zu Beginn erstellen wir einen eigenen Piloten und wählen einen persönlichen Manager aus. Dem zahlen wir natürlich ein bestimmtes Gehalt, dafür unterstützt er uns bei der Vertragssuche und gewährt uns einen bestimmten Verhandlungsbonus bei Gesprächen mit anderen Teams. Erzielen wir auf der Strecke Erfolge, flattern zwischendurch weitere Angebote von besseren Managern herein, für die wir aber natürlich auch mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Sobald wir in der Moto2-Klasse angelangt sind, können wir zusätzlich ein eigenes Team gründen, das in der Nachwuchskategorie, also der Moto3, an den Start geht. Die Karriere direkt in der MotoGP beginnen ist zwar durchaus möglich, doch gerade die Reise durch die unterschiedlichen Klassen macht den Modus so interessant. Für die Weiterentwicklung der Maschine stellen wir Chefingenieure und Datenanalysten ein. Je nachdem, wie gut unser Personal zusammenpasst, wie gut wir in den Rennen abschneiden und durch Entwicklungstests erhalten wir Forschungsdaten, mit denen wir unser Motorrad über die Saison verbessern. Das Hauptquartier unterteilt sich in vier verschiedene Bereiche: Motor, Rahmen, Aerodynamik und Elektronik. Laut Reglement ist es erst in der MotoGP möglich, in alle vier Richtungen zu entwickeln, aber auch da müssen wir aufpassen, denn die Verbesserungen nehmen eine bestimmte Zeit in Anspruch und unser Personal ist begrenzt.
Es ist allerdings nicht ganz klar, welche Prioritäten wir dabei setzen sollten, denn eine Vergleichstabelle zu anderen Teams gibt's nicht. Ob wir jetzt eher in einen besseren Motor oder in die Elektronik investieren sollten, gleicht eher dem Fischen im Trüben. Wir müssen uns also rein auf unser Fahrgefühl verlassen. Im echten Motorsport gibt's genau dafür Ingenieure und Analytiker. Neben dem Verbessern des eigenen Bikes kann natürlich auch ein Teamwechsel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Im Verlauf unserer Karriere bekommen wir immer wieder Angebote anderer Teams mit Zielen für die kommende Saison. Hin und wieder tritt eine Mannschaft auch in der nächstgelegenen Klasse mit anderem Sponsor neu an. Das bedeutet, wir können als Rookie-Team gleich Geschichte schreiben. Doch noch viel wichtiger als den eigenen Rennstall zu managen, ist natürlich das Gameplay auf der Strecke. Im Vergleich zum Vorgänger macht MotoGP 22 einen ordentlichen Schritt nach vorne. Hilfreich dabei ist ein überarbeitetes System der Radaufhängung, der Reifenabnutzung und des Untergrunds. Das Zusammenspiel dieser Komponenten hebt den Realismus deutlich an. Wie authentisch sich das Motorrad im Vergleich zur Realität wirklich steuern lässt, können wir natürlich nicht sagen, schließlich saßen wahrscheinlich die wenigsten von uns auf einer solchen kraftvollen Maschine. Das Fahren fühlt sich allerdings extrem gelungen, wenn auch äußerst anspruchsvoll an. Schon kleinste Fehler werden mit einem Sturz bestraft. Glücklicherweise lassen sich jedoch einerseits etliche Fahrhilfen wie die Ideallinie ein- oder ausstellen und auf Tastendruck Elektronikoptionen wie eine Traktionskontrolle oder der Anti-Wheelie-Wert verringern oder erhöhen. Vor allem die Bremspunktanzeige hilft enorm, doch auf einigen Strecken sind die Markierungen falsch eingestellt und wir landen beim ersten Anbremsen unsanft im Kiesbett. Andererseits bietet MotoGP eine Rückspulfunktion und alleine aufgrund der überaggressiven KI, zu der wir auch gleich noch kommen, ist die auch bitter nötig. Auf Tastendruck drehen wir nach einem Fehler ein paar Sekunden die Zeit zurück und versuchen uns nochmal neu an der nahenden Kurve. Die Replay-Funktion ist rein optional. Für eine höhere Immersion lässt sich sogar einstellen, dass wir mit dem Fahrer nach einem Sturz zu unserem Motorrad laufen und es selbst wieder aufrichten und weiterfahren. Falls das Bike durch den Unfall Schaden genommen hat, müssen wir das dann ebenfalls mit in Kauf nehmen. Auf der PS5 kann einmal mehr der DualSense-Controller punkten. Durch die Trigger-Tasten und das haptische Feedback bekommen wir ein Gefühl dafür, sobald wir uns zu stark in die Kurve neigen oder unser Vorderrad überbremsen. So lässt sich häufig im letzten Moment doch noch ein Sturz vermeiden. Auch sehr authentisch wirkt es übrigens, dass beim Start einer Session überall die grünen Signalleuchten angehen, um zu symbolisieren, dass die Strecke freigegeben ist. Das zieht sich vom ersten freien Training über das Warm-up bis zum Rennen durch. Solche Kleinigkeiten sind gameplay-technisch zwar nicht allzu wichtig, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass die Entwickler auf solche Features achten. Doch was nützt eine hohe Immersion und ein starkes Gameplay, wenn es da einen großen Gamechanger im Spiel gibt? Die KI schwächelt nämlich an beinahe allen Ecken und das geht stark auf Kosten des Spielspaßes. Die virtuellen Piloten bestehen stur auf ihre Linie und noch viel schlimmer auch auf ihre Bremspunkte. In vielen Kurven sind die zusätzlich noch viel zu spät angesetzt. Wenn wir beispielsweise auf dem Red Bull Ring in Führung sind und auf Kurve 1 zu fahren, dann schwant uns beim kurzen Blick zurück schon Übles. In diesem Rechtsknick verbremst sich das komplette Fahrerfeld nämlich standardmäßig. Und zwar klassen- als auch Schwierigkeitsgrad übergreifend. Viele Fahrer donnern Runde für Runde beinahe ungebremst in die Reifenstapel oder benutzen uns eben als Anker und werfen uns dadurch vom Motorrad. Mit der Rückspulfunktion müssen wir dann rumprobieren, wie wir den Kamikaze-Piloten am besten ausweichen. Auch im echten Leben sind die Rennfahrer nicht zimperlich und setzen gerne mal die Ellbogen gegen ihre Kontrahenten ein, aber natürlich nicht in dem Ausmaß und der Häufigkeit. Das nervt nicht nur auf Dauer, sondern schadet einem bis dato sehr guten Spiel immens. Noch dazu fährt die KI extrem unbeständig. Auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad ziehen uns die virtuellen Piloten auf bestimmten Strecken davon, auf anderen düsen wir ihnen komplett um die Ohren. Während wir in Indonesien eine komplette Sekunde pro Runde einbüßen, nehmen wir der KI in Mugello 2,5 Sekunden pro Runde ab. Der Unterschied ist deutlich zu groß und sorgt dafür, dass wir theoretisch vor jedem Rennen den Schwierigkeitsgrad anpassen müssten, um ein spannendes Rennen zu erleben. Im Training und im Qualifying gibt es außerdem ein altes sowie nerviges Rennspielproblem. Die Rundenzeiten der KI werden generiert, sobald wir die Zeit vorspulen oder die letzten Minuten der Einheit überspringen. Hatten wir die komplette Session mit großem Abstand die Bestzeit inne, verbessern sich die anderen Piloten auf vielen Strecken teilweise um mehrere Sekunden und wir stehen plötzlich am Ende der Rangliste. Nachdem das nicht auf allen Kursen passiert und die Verbesserungen so gewaltig sind, haben die schnelleren Rundenzeiten auch nichts mit mehr Grip auf dem Asphalt oder wärmeren Temperaturen zu tun, sondern sind schlichtweg zufällig generiert.
Die Probleme mit der KI sind wirklich extrem schade, denn das eigentliche Gameplay macht sehr viel Spaß. Gepaart mit dem riesigen Lizenzpaket und dem gelungenen, wenn auch nicht gerade innovativen Karrieremodus, hätte ein starker Kontrahent zu Gran Turismo 7 und Co. entstehen können. So muss Milestone nochmal ein wenig Hand anlegen und vor allem in Sachen KI nachpatchen. Wer die Crash-Piloten umgehen möchte, der kann sich auch im Zweispieler-Splitscreen oder Online-Modus mit menschlichen Gegnern messen. Eine Crossplay-Funktion zwischen der älteren und der neuen PlayStation sowie Xbox-Generation ist vorhanden. Werfen wir zum Abschluss aber nochmal einen Blick auf die Technik. Grafisch spielt MotoGP nicht in der gleichen Liga wie ein Gran Turismo 7, Forza Horizon 5 oder Grid Legends. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich das Rennspiel zwar ordentlich verbessert, aber sticht aus der Masse definitiv nicht heraus. Die Umgebungsgrafik ist solide, einige Texturen ploppen jedoch erst nachträglich ins Bild. Die Charaktermodelle hinken derzeit dagegen relativ doll hinterher. Wenn wir uns die Gesichter der Figuren in der Box oder vor dem Rennstart genauer ansehen, dann sieht das schon sehr veraltet aus. In einem Rennspiel aber durchaus verschmerzbar. Der Sound der Bikes klingt dagegen äußerst gelungen. Das Kreischen der hochgezüchteten Motoren sorgt bei jedem Motorradfan für Gänsehaut. Natürlich hören wir auch die deutlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen. Wären da nicht die riesigen KI-Probleme, könnte das Gesamtpaket von MotoGP 22 wirklich komplett überzeugen und sich eine bessere Wertung abholen. Das Rennspiel ist seit dem 21. April für PC, PS5, PS4, Xbox Series X und S sowie der Xbox One erhältlich. Wie wichtig ist euch eine gelungene KI in Rennspielen? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und ein Like da und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen checkt pcgames.de.